Die Donnalord und somit das erste Maschinengewehr in Destiny 2 ist jetzt circa oder ziemlich genau vor einem Jahr ins Game gekommen. Mittlerweile haben wir 4 Maschinengewehre im Spiel, wobei sich die letzten 3 von der Schlagkraft, Donnalord, Lawine sowie Hammerhead eigentlich so gut wie gar nicht unterschieden haben. Seit der Season des Vagabunden haben wir dann noch ein 4. Maschinengewehr dazu bekommen, welches sich doch ziemlich von den anderen unterscheidet, einmal in der Schlagkraft und einmal auch in der Feuerrate. Da ich bis jetzt noch kein Maschinengewehr so richtig getestet habe, dachte ich mir, hey, mach doch mal ein Video, wo man alle 4 Maschinengewehre miteinander vergleicht, weil in letzter Zeit, ja, die Leute sich einfach ein bisschen unschlüssig waren, soll ich jetzt die mitnehmen, ist die besser zum Adds-Clearen, ist die besser zum Damage machen, und genau darum geht's im heutigen Video. Viel Spaß dabei! Zu Beginn des Videos möchte ich euch mal eine Übersicht der 4 Maschinengewehre geben und die untereinander ein bisschen zu vergleichen, wie mal die Stats aussehen. Dazu bin ich auf der Seite light.gg gegangen und alle 4 Maschinengewehre hier im Vergleich nebeneinander gepackt. Und hier fällt schon mal auf, die 3 ältesten Maschinengewehre, einmal die Donnalord, die Lawine sowie die Hammerhead, haben von der Schlagkraft immer 41, also hier ändert sich nichts. Die Delirium besitzt etwas weniger Schlagkraft, um genauer zu sein, minus 16 im Vergleich zu den anderen. Um diese geringere Schlagkraft auszugleichen, hat die Delirium aber eine doppelte Schussrate, vergleicht man sie mit der Donnalord oder mit den anderen 2 Maschinengewehren. Schaut man sich dann noch die restlichen Eigenschaften der Waffen an, sieht man eigentlich, dass von der Range, von der Stabilität und so weiter die Donnalord immer noch weitaus die beste ist. Was ich auch richtig finde, was eigentlich auch gut so ist, denn es ist einfach eine Exotik, welcher ja den Exotik-Slot in den Waffenbereich wegnimmt. Das heißt, wenn ihr ein exotisches Maschinengewehr mitnehmt, dann sollt ihr auch besser sein als die anderen. Schauen wir uns dann auch noch kurz die Perks aller 4 Waffen an. Einmal Hammerhead sowie Lawine. Im Idealfall droppt euch die Waffe mit Toben und Fressrausch. Beziehungsweise die Hammerhead droppt euch so, denn die Lawine ist ja nicht mehr zu haben, da sie ja damals vom Event war. Aber auf alle Fälle sind die beiden ziemlich ähnlich, nur dass die Lawine einmal Solarschaden macht und die Hammerhead hingegen leere Schaden. Braucht ihr hingegen ein Maschinengewehr, welches Arkusschaden macht, müsst ihr euch für die Donnalord oder für die Delirium entscheiden. Die Perks der Donnalord kennen wahrscheinlich die meisten von euch gut. Einmal haben wir dort die Chaosherrschaft. Kills mit dieser Waffe erzeugen Blitze von oben. Das heißt, Gegner, die sich in der Nähe befinden, beziehungsweise habt ihr eine Gegnermasse vor euch, geht das wirklich gut, um die alle zugleich down zu bekommen. Und dann ein noch weiterer sehr wichtiger Perk sind die Blitzgeschosse. Je länger der Abzug gedrückt wird, desto schneller und präziser schießt die Waffe. Kontinuierlicher Schaden generiert hier auch wieder Blitzschläge. Das heißt, durch diesen Perk bekommen wir wieder unsere Blitzschläge, welche eine Art Flächenschaden erzeugt. Und noch wichtiger für die Donnalord, der Schaden bzw. die Schussrate erhöht sich mit der Zeit. Das heißt, wenn ihr den Abzug gedrückt hält, schießt die Donnalord nach kurzer Zeit einfach unglaublich schnell. Wobei jetzt unglaublich schnell vielleicht auch ein bisschen relativ ist, denn schaut man sich die Delirium an mit der doppelten Schussgeschwindigkeit bzw. Feuerrate wie die Donnalord und die anderen 2 Maschinengewehre an, schießt das Ding schon auch richtig, richtig schnell. Da wir gerade über die Delirium reden, schauen wir uns noch die 2 wichtigsten Perks der Waffe an. Einmal haben wir Überschuss. Durch das Aufsammeln von Spezial- oder schwerer Munition wird diese Waffe über ihre normale Kapazität hinaus aufgeladen. Um genau zu sein, sammelt ihr Spezialmunition auf, wird die Waffe bzw. das Magazin überladen, und zwar um das Doppelte, natürlich aus euren Reserven. Sammelt ihr hingegen schwere Munition auf, landet diese direkt ins Magazin und auch hier bis zum Doppelten eures maximalen Magazins, das heißt 204 Schüsse. Und das ist jede Menge Munition für ein Maschinengewehr. Kommen wir dann noch zum zweiten wichtigen Perk der Waffe, Kill-Strichliste. Ist ähnlich wie Dom oder Killclip,
Kills erhöhen den Schaden dieser Waffe, bis sie gehaftet oder nachgeladen wird. Das heißt, es ist ähnlich wie Killclip oben da oben, nur habt ihr hier einen riesigen Vorteil, und zwar habt ihr bei diesem Perk keinen Timer, der euch den Perk ausschaltet. Außer, wie es hier steht, die Waffe wird weggesteckt oder nachgeladen. Da würde ich sagen, das war's soweit mit der Theorie. Schauen wir uns jetzt den effektiven Damage der Waffen an. Dafür habe ich wieder Schaden gegen den OA gemacht, beziehungsweise die Schussgeschwindigkeit getestet und die DPS ausgerechnet. Beginnen wir mit der Hammerhead bzw. der Lawine. Wie vorhin bereits erwähnt, haben die Lawine sowie die Hammerhead dieselbe Schussrate, dieselbe Schlagkraft sowie dieselben Perks. Der einzige Unterschied, den wir hier auf den ersten Blick feststellen können, ist die Magazingröße, und zwar hat die Lawine hier 2 Schuss weniger, was für unseren Test jetzt auch nicht wirklich einen Unterschied macht. Deswegen teste ich hier die Hammerhead, aber zugleich ist es auch ein Ergebnis für die Lawine. Für das Abschießen von 59 Schüssen benötige ich 7 Sekunden und 44 Frames, was 7,7 Sekunden entsprechen. Schieße ich dann mit der Waffe bei einem Schaden auf den Ogre hier kritischer Treffer 407, komme ich auf eine DPS von 3119. Ist dann noch Toben aktiv, das heißt bei einfach Toben machen wir 487 Schaden, zweifach Toben 574 Schaden und dreifach Toben 674 Schaden, erhöht sich die DPS auf 3732, 4398 und bei dreifach Toben die maximale DPS von 5164. Wobei man hier sagen muss, dreifach Toben ist bei Boss Damage relativ uninteressant, da man Toben ja immer wieder erneuern muss, da er sonst einfach nach 3,5 Sekunden, insofern ich mich richtig erinnere, ausläuft. Deshalb hier bei Boss Damage der relevante DPS von 3119. Schauen wir uns dann hier die Donnerlord an. Die DPS bei der Donnerlord ist auch eine relative Sache. Ich habe hier ein ganzes Magazin abgeschossen, um zu schauen, wie lange ich dafür benötige. Es sind hier bei der Donnerlord 6 Sekunden und 15 Frames, was 6,25 Sekunden entsprechen. Hier könnte man eigentlich auch meckern, denn steht man in einem Warlock Rift, hat man nach einer gewissen Zeit ja die maximale Schussrate und die DPS erhöht sich dementsprechend. Aber ich habe mich hier entschieden, einfach ein volles Magazin drauf zu schießen, denn man hat nicht immer ein Warlock Rift oder einen Warlock mit Lunas mit dabei. Die Donnerlord macht 407 Schaden, somit wieder dieselbe Schlagkraft wie die Hammerhead und die Lawine, und somit kommen wir hier auf eine maximale DPS von 4037, was, wenn bei den anderen zwei Toben nicht aktiv ist, auf alle Fälle stärker ist. Zu guter Letzt noch unser neuestes Maschinengewehr, die Delirium. Hier hat man im Normalfall, wenn der Perk nicht getriggert ist, 102 Schüsse im Magazin. Feuert man dieses ab, benötigt man 6 Sekunden und 43 Frames, was 6,72 Sekunden entsprechen. Bei dieser Waffe ist es aber etwas leichter, den Damage Perk zu triggern, beziehungsweise hier haben wir den Riesenvorteil, dass dieser Perk nicht ausläuft, solange wir die Waffe nicht nachladen. Das heißt, befinden wir uns in einem Lunar Rift oder haben wir die 204 Schüsse in unserem Magazin und den Perk mal 3 getriggert, können wir den maximalen Schaden raushauen. Um genau zu sein, ist Kill-Strichliste nicht aktiv, machen wir 233 Schaden, was einer DPS von 3536 entspricht. Ist der Perk mit mal 1 getriggert, machen wir 284 Schaden, was einer DPS von 4311 entspricht. Perk mal 2, 334 Schaden, entspricht einer DPS von 5070. Und dann noch zu guter Letzt das Maximale, der Dreifach-Perk 385, entspricht einer DPS von 5844. Somit hier sehr, sehr überraschend, die Delirium macht sogar eine höhere DPS als die Donnerlord. Wie gesagt, hier bei Boss Damage etwas mit Vorsicht zu genießen, denn die Donnerlord wird bei Boss Damage ja erst richtig gut, wenn man in ein Lunar Rift steht und Dauerfeuer machen kann. Aber ich denke, hier wird die Delirium, besonders weil man sehr, sehr viele Schuss mitnehmen kann, weil sie sehr, sehr schnell schießt und weil man halt den Perk
sozusagen unendlich lange hat, solange er nicht nachlädt, ist die Delirium wirklich ein sehr gutes Maschinengewehr. Zu guter Letzt noch zwei Worte zum PvP, da ja leider viele Leute solche Waffen im PvP oder im Gambit spielen. Und hier muss man sagen, geben sich die Waffen relativ wenig. Also hier einfach Geschmackssache, testen, was ihr lieber habt. Habt ihr lieber etwas Schnelleres, nehmt die Delirium mit. Dort kann man halt die Kill-Liste, den mehr Damage, wie wir vorhin schon erwähnt haben, aufstapeln, ohne dass man ihn verliert, außer man steckt natürlich die Waffe weg. Was bei Doben, bei der Hammerhead und der Lawine leider nicht so gut funktioniert, da dieser Birk ja nach 3,5 Sekunden ausläuft. Donnerlord ist sonst auch immer noch sehr gut, einmal wegen den Blitzen. Auch hier im PvP hat man mehrere Gegner zusammenstehen, einfach sehr stark. Und die Donnerlord ist immer noch die Waffe mit am meisten Range von den ganzen Maschinengewehren. Aber wie gesagt, hier am besten anspielen. Ich kann euch hier keine Tipps geben, wo ich sage, hey, dieses Maschinengewehr ist das Beste für den PvP, für Gambit. Einfach austesten, austoben und Spaß haben. Kommen wir dann noch zur Schlussfolgerung. Wie ihr es wahrscheinlich euch schon denkt, haben wir hier immer noch die Donnerlord gemeinsam mit der Delirium an der Spitze. Die Waffen sind wirklich mega gut. Habt ihr einen Exoslot frei, muss man hier ein bisschen abwägen. Wie gesagt, DPS laut meinen Berechnungen ist der Delirium sogar ein bisschen besser. Wobei die Donnerlord, wenn man alles draufschießen kann, alle schwere Munition, die man hat, ist die Donnerlord vielleicht sogar ein kleines Stück besser gegen Boss-Damage. Aber sonst, die Delirium ist einfach mega cool, mega schnell. Die Waffe macht mega Bock. Und wenn ihr die Waffe noch nicht habt, spielt Gambit Prime, schließt den Triumph, ständiges Schwitzen ab. Die Waffe macht mega Bock und macht mega Spaß. Hier jetzt auch nochmal Danke an Flo, der mir seinen Account geliehen hat. Ich habe, muss ich ehrlich zugeben, die Waffe leider noch nicht. Bin aber gerade dabei, weil ich einfach noch nicht so viel Gambit Prime in dieser Season gespielt habe. Beziehungsweise, was heißt in dieser Season, überhaupt noch nicht viel Gambit Prime gespielt habe. Aber ich bin dabei, mir auch das Ding zu holen. Und sonst noch Platz 3 und 4, Hammerhead und Lawine. Sind beides auch richtig gute Waffen, aber die anderen zwei sind aus meiner Sicht einfach besser. Und ich muss sagen, ich spiele Hammerhead und Lawine wirklich nur, wenn ich ein Leere oder ein Solarmaschinengewehr benötige. Obwohl sie, wie gesagt, sehr gut sind. Dann noch eine kurze Anmerkung zum Schluss des Videos. An all diejenigen, die Donnerlord noch nicht haben, ihr könnt sie euch jetzt während der Arkuswoche, während dem Event wiederholen. Macht es unbedingt, wenn ihr die noch nicht habt, denn die Donnerlord ist aus meiner Sicht einfach ein Muss. Ansonsten wieder mal danke fürs Zuschauen und wie immer, sollte euch mein Content und mein Video gefallen, bitte klickt auf den Sub-Button sowie auf die Glocke. Bis zum nächsten Mal, euer Nexo.